So, herzlich willkommen von Woma Adventure. Ja, bin schon wieder da. Ja, diesmal fahren wir zu einem Stausee als Zwischenstation und dann zu den Schlammvulkanen und unterwegs beim Stausee. Ja, da wollten wir ein schönes Plätzchen haben auf der einen Seite und das war dann eine Offroad-Testphase, was alles möglich ist mit einem Vario. Und manchmal unglaublich, was der alles kann oder eben wo die Grenzen sind. Ich wollte da natürlich ein Flussbett oder ja, so eine Auswaschung überqueren. Und auf die eine Seite bin ich gekommen, da mussten wir wieder zurück. Und dann versuchte ich gerade runter, gerade wieder hoch. Das ging nicht. Okay, aber seht selber. Bis später. Zum Vaslovani Nationalpark und den Schlammvulkanen und stehen hier gerade bei der Border Police fürs Permit. Angie macht eine Hundebegegnung. Nach 5 Tagen Tiflis geht es jetzt zu den Schlammvulkanen. Die liegen aserbaidschanischen Grenze in der Nähe. Und da fahren wir jetzt hin. So, da vorne treffen wir auf Mankai Travel, die sind schon ein bisschen vor uns gefahren und die warten jetzt da auf ein paar auf uns. Das ist eigentlich die Wüste von Georgien. Hinter diesen Bergen ist Aserbaidschan, leider immer noch zu für Fahrzeuge, nur per Flugzeug erreichbar. Ja, da gibt es wohl Erdöl, hä? Endlich wieder ein paar Bäume zu sehen. Hier in einem Loch, irgendwie sowas wie ein Flussbett. Und vorne hoch, hinten hoch, in der Mitte ganz tief. Das jetzt mal wenden unter erschwerten Bedingungen, oder? Und jetzt steht er schräg, ganz schräg. Und ist die Stelle, wie war's?
Aber der VW-Busfahrer hat gesagt, es wird schlimmer. Ja. Und kommt nichts. Ja. Ja. Er hat gesagt, er hat VW-Bus fast. Jetzt muss ich wieder zurück. Wir haben gehört, das ist eine Sackgasse, jetzt muss den ganzen Weg nochmal zurück. Er muss mit seinem Fahrzeug jetzt genau in dieses Loch passen, ohne aufzusetzen. René, musst weiter recht. Musst bei. Ein bisschen zurück wieder. Ja. Noch schaut's gut aus. Noch passt, schauen wir mal langsam, jetzt wird es mit dem Böschel. Ist noch gut, hinten rechts. Ja, ist noch Platz. Stopp! Was war das Nummernschild? Ja, gell? Da bin ich nicht da. Und hier runter, hier ist nicht so steil. Hier, jetzt so, bin ich aufgesessen und muss wieder zurück. Geht nicht anders. Es muss ein neuer Weg her. Totale Schräglage. Oh, wie schräg kann ein Camper stehen? Hatten wir das nicht neulich schon mal? So, scharfe Kurve über Offroad-Piste mit. Was
sieht ganz gut aus. Hinten passt! Passt hinten! Ja, immer noch! Passt noch! Stopp! Jetzt hast du noch so viel bis zum Radaufbau. Ja, fast auf. Ja, das war beim Herfahren schon. Der Seite sieht gut aus. Meine armen Hunde. Die schaue ich jetzt durch. Oh wei. Gott. Nicht zu stark einschlagen. Der Dinosaurier war wieder Offroad. Oh, geschafft. Ja, da vorne ist schon eine Kante. Also, da hast du nur weich, weißt du? Ja. Es ist eher erstaunlich, dass er da so. Dass er da so was. Gut, relativ gut hochgekommen ist. Ja. Gleich Kaffee? Unkompliziert jetzt? Oder? Das ist viel einfacher. Du weißt, dass die Kanister eventuell. Ja, genau. Ich bin immer bereit, wenn wir gekippt werden, hätte ich so verbluten fahren müssen. Gerade in die Richtung. Sofort. Wir waren eine Nacht am Stausee und jetzt fahren wir zu den Schlammvulkanen. Mal schauen, was das ist. Man darf da eben nicht übernachten, weil es im Grenzgebiet ist zu Aserbaidschan. Deshalb müssen wir dann wieder zurück. So, wir gehen zu dem Vulcano Canyon oder wie das heißt, der näher ist am Stausee. Und die rechte Piste hier sei die bessere. Und seht ihr da drüben richtiger Canyon da, runter in den Canyon, das erinnert mich stark an Marokko bei der heißen Quelle, unten in Fasq, das ist bei, wie heißt die Stadt, ja weiß es nicht mehr, Gulmin, genau. Sieht schon cool aus, he? Jetzt tue ich den kleinsten Gang rein. Untersetzen ist übrigens immer drin bei Piste bei mir. Aber Tiefsperren und so braucht es nicht. Jetzt sind es 18 Kilometer zu diesen Vulkanzeugs da. Schlammvulkanen. Und hier ist echt Wüste, es ist auch warm, es ist 36 Grad. Ich glaube es, Gott, jetzt. Die meisten gehen da oben durch. Also, wir fahren da rauf. Beide ans gleiche Ort. Ja. Da links geht es ins Tal und wir fahren da oben durch ins Niemandsland, den Ausblick. So, jetzt ist mein Handy noch zu heiß geworden und
Und jetzt sind wir dann da, irgendwo dahinter diesem Hügel muss das sein. So, jetzt sind wir da, man sieht sogar den See, von da kamen wir, wir mussten aber um den ganzen Berg rumfahren. Und das sind jetzt diese Vulkan-Dinger da. So, das nennt man Schlammvulkane. Jetzt schauen wir mal, warum das so heißt. Der Boden wird immer weicher und hier kommt irgendwie das Zeug raus. Und deswegen heißt es Schlammvulkane. Aha, jetzt aber. So ist das. Auch Erdöl und eben Schlamm und so wächst. Hier ein Berg, Wahnsinn. Voll interessant da überall. Das sind jetzt kleinere. Und es blubbert, das muss wohl Gas sein. Es blubbert da raus, kommt Wasser raus und ein bisschen Erde. Und vermutlich Gas. Das ist die Aussicht. Ja, was für eine Umweltverschmutzung, die Natur hier veranstaltet. Die Natur verschmutzt sich auch selber. Nicht nur immer ist der Mensch schuld. Da kommt richtig Erdöl raus und man riecht es auch. Hier ist am meisten. Hier ist ein Vulkan und der hat Wasser und Erdöl gleichzeitig. Da kann man dann Wasser und Erdöl tanken. Alles in allem. So, wir fahren wieder zurück, hey, zu dieser, weg von dieser wunderschönen, ja, Landschaft. Das sieht wieder geil aus. Wie Afghanistan oder so, keine Ahnung. Mystico, diese Aussicht. Hey. Jetzt geht es wieder zu dieser kleinen Schlucht runter. In der Wüste ein See. Hey. Sieht ein bisschen komisch aus. Ist natürlich der Stausee, wo wir übernachten. Sah es hier sicher früher mal aus, alles Bäume. Und wenn dann wir wegkommen, dann wird es trocken und dann geht es nur noch Wüste. Wir fahren wieder zurück in die Zivilisation. Gute 50 Kilometer solche Pisten. Und manchmal mit diesem herrlichen Ausblick. Die Abkürzung, da bin ich ja schon runtergefahren, es geht extrem steil hoch und da fahren wir jetzt wieder runter. Ich denke, wir sind da nicht runtergefahren, aber wir sind 100% da runtergefahren. Die ist extrem steil und jetzt fahren wir auch wieder hoch. Sie hat gesagt, da hätte sie in die Hose geschissen. Ja, hätte ich da auch. Ja. Ja, die ist schon steil, aber ja. Die ist auch schräg. Nee. Die ist perfekt. Die kippt über links. Guck die Piste an. Ohne Sperren geht's jetzt da hoch. Ja, er holpert, er holpert. Aber es, das war das Maximum ohne Sperren. Mit Sperren wäre besser gewesen, aber jetzt haben wir es geschafft. Das war jetzt anstrengend. Da gibt es auch wieder Landwirtschaft. Ist da ein Kloster, da im Berg drin. Der Stand Saint Olia Mountain. Soll die Kirche heißen. Wer in die Wüste fährt, braucht natürlich auch viel Wasser und wir werden dann nochmal in die Wüstengegend fahren und da hat uns dieser freundliche Mann hier die Quelle gezeigt. In der Quelle diese spannende Brücke, also wer Sandfläche übrig hat, kann sich mal so eine Brücke bauen. So, das war jetzt schon wieder. Ja, ihr habt es gesehen da,
Das war wieder mal ein Abenteuer, ein Versuch. Das war wie ein Offroad-Training, kann man sagen. Man kann vieles versuchen und einfach, wenn man merkt, es geht nicht, wie da, als ich dann hinten fast angestanden bin, kann man sagen, dann auf keinen Fall weiterfahren, denn wenn es vorne hoch geht, geht es hinten runter und das hat natürlich keinen Platz mehr und dann manövriert man sich da natürlich in eine blöde Situation. Deswegen abbrechen, rückwärts wieder raus und dann ja wieder den gleichen Weg zurück. Ihr habt es gesehen, es ging alles gut und der Vario ist manchmal unglaublich. Übrigens, die Sperren hatte ich natürlich zuerst nie drin, weil wenn man Kurven fährt, sind die nur im Weg. Das ist dann ganz streng zum Fahren. Erst als ich dann da hoch bin, beim ersten Anlauf nicht geklappt hatte, hatte ich die alle reingetan, weil es ja geradeaus ging, hoch. Und dann, habt ihr es gesehen, ging es dann eigentlich gut. Und schon war ich wieder oben. Ja, das gehört dazu, bei mir auf jeden Fall. Ich gehe gern an die Grenzen. Aber das wisst ihr ja und vielleicht schaut ihr gerade wegen dem meine Videos so gerne. Ja, danke, wart ihr dabei und ja, ich habe jetzt eine Tasse, es ist nämlich morgen früh. Daumen hoch und wir sehen uns schon bald wieder, nämlich am Mittwoch, denke ich. Ein Zwischenvideo kommt dann. Tschüss!